Hallo, gute Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe meinen guten Vorsatz in Richtung Gemüsebrühe für dieses Jahr schon erfüllt, denn das Glas reicht jetzt für ein ganzes Jahr, denke ich jetzt mal so. Was will ich damit sagen? Ganz einfach. Also ich koche sowieso fast alles frisch. So Zeug aus der Tüte oder Fertigprodukte gibt es bei mir überhaupt nicht. Auch im Tiefkühlbereich nicht. Es sei denn, ich habe selber gekocht und eingefroren. Aber ansonsten bei Michaela so ziemlich alles frisch. Was ich bis jetzt, außer Soßenbinder, da können wir zwar auch Mehl nehmen, aber dann nehme ich tatsächlich den Fix-Soßenbinder. Was ich tatsächlich aber immer noch benutze, ist Gemüsebrühe. Zwar in Bio-Qualität, ohne Geschmacksverstärker und ohne Hefe, aber eben fertige Brühe. Und ich höre schon seit Jahren den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, Fest und Flauschig. Und Jan Böhmermann erzählt immer wieder von seinem Salzgemüse, sodass ich dieses Jahr gedacht habe, so, das probiere ich aus. Das Resultat seht ihr hier im Gläschen. Man kann sehen, ne? Ganz viel Gemüse drin. Und Salz, sonst nichts. Wen das jetzt interessiert, kann mal gucken. Ich habe es für euch mitgefilmt. Die einzelnen Schritte, wie habe ich das gemacht, bis das hier schlussendlich in diesem Gläschen ist. Und ich habe es dann auch hier nochmal in meiner Pipi-Langstrumpf-Tasse. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das schon trinken kann. Ob es noch ist noch ein bisschen heiß, aber schade, dass wir kein Geruchsvideo haben. Aber das große Fazit, was ich nächstes Mal anders machen würde, das schneide ich euch dann hinten dran. Jetzt könnt ihr erstmal in meine Küche mitkommen und guckt euch mal die Schweinerei an, bis das hier im Gläschen war. Das sind die Zutaten. Glatte Petersilie, Sellerie, Möhren, Zwiebeln, ich habe da rote Zwiebeln genommen, Petersilienwurzel und Lauch. Das Ganze werde ich jetzt grob putzen und dann stecken wir das Ganze zum Zerkleinern in den Foodprozessor. Das Gemüse ist geputzt und in grobe Stücke geschnitten. Hier seht ihr die Gläschen, die habe ich schon ausgekocht. Das ist ganz wichtig, damit das in sterile Gefäße gefüllt wird, damit das ja auch richtig, richtig lange hält, obwohl das durch Salz konserviert ist, aber die Gläschen müssen eben richtig gut sauber sein. Hier ist die Scheibe zum Stifteln eingelegt. Dann können wir hier einfach zumachen. Oh, geht alles mit einer Hand. Was ich jetzt nicht machen werde, ich werde euch jetzt nicht zumuten, die ganze Zeit zu gucken, wie das Gemüse hier geraffelt wird, weil die Maschine macht Krach. Das ist einfach so. Wir fangen nur einmal kurz an, dann mache ich sie aus und dann zeige ich euch, dass, wie das aussieht, wenn der ganze Pott voll ist. Wir starten dann mal. Das geht also gut ab. Selbst ohne zu drücken, gibt das richtig schöne kleine Raffel. Das ist wichtig, das salze ich nämlich dann gleich zusammen ein und presse dann später die entstehende Flüssigkeit aus. Es gibt viele, die das nicht machen. Ich möchte das aber, weil ich denke, dass es dann viel, viel länger hält. Also jetzt stiftle ich erstmal alles durch. Wow, eine halbe Minute später, die Möhren sind durch und guckt mal, der ganze Pott ist schon voll, obwohl ich noch Möhren übrig habe. Das heißt, ich denke mal, das werden bestimmt 3 bis 4 solche Behälter werden. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Es sind jetzt tatsächlich 3 Kilo Gemüseschnippel geworden. Das heißt, ich muss mal eine Portion Salz noch nachlegen. Was mache ich jetzt? Ich habe hier schon mal angefangen zu schichten. Ich gebe jetzt immer ein bisschen Salz über eine Gemüseschicht, schichte dann jetzt wieder das Gemüse und dann wieder Salz und Gemüse und Salz. Das werde ich jetzt dann auch auf 2 Schüsseln verteilen müssen und dann menge ich das Ganze mit den Händen durch und dann gucken wir uns nach einer Stunde an, wie viel wässrige Flüssigkeit da rauskommt, weil die möchte ich dann loswerden, indem ich diese ganze Schnippelei mit der Flüssigkeit durch ein Handtuch drücke. Und das wiederum wird dann nochmal feiner zerhäckselt, sodass das fast eine Paste gibt, die ich dann in diese abgekochten Gläschen füllen werde. Das Ganze steht jetzt schon gut 2 Stunden
und man kann deutlich sehen, dass sich da eine ganze Menge Flüssigkeit abgesetzt hat. Und wenn wir das jetzt im Gläschen hätten, wäre das bestimmt nicht so lange haltbar, als wenn wir das jetzt ausdrücken. In der Zwischenzeit ist mir übrigens eingefallen, ich könnte dann noch gut ein bisschen Liebstöckel drunter mischen. Liebstöckel gibt es im Winter schlecht frisch, aber ich habe hier in Bio-Qualität was Getrocknetes. Liebstöckel ist Maggi-Kraut, das schmeckt also so ganz klein bisschen nach Maggi, sodass man nachher da so ein ganz klein bisschen das Gefühl hat, man hat so ein bisschen Würze da drin. So, und jetzt werde ich das dann im Handtuch ausdrücken. Ich habe schon mal ein Knödelchen vorbereitet, kann man sehen, das ist wie ein Kloß, wie ein Kartoffelknödel. Ich nehme jetzt mit einer Schöpfkelle immer so eine Portion raus, gebe das ins Handtuch und drücke das jetzt mit dem Handtuch aus. Nicht zu viel nehmen, damit man das noch gut handeln kann. So, jetzt ist das hier in diesem Handtuch drin, im Geschirrtuch. Und wenn ich das drücke, kann man sehen, boah, da kommt richtig viel Flüssigkeit raus. Das kommt dadurch, dass das Salz dem ganzen Gemüse jetzt die Feuchtigkeit entzogen hat. Und genau dieses Wasser können wir überhaupt nicht in der Gemüsepaste gebrauchen. Macht ein bisschen mehr Mühe, als wenn man es nicht macht. Aber ich denke, dadurch wird das auch wesentlich länger dann haltbar sein und hat eine schönere Konsistenz. So, wenn wir es jetzt hier mal entknüddeln. Na, ich hoffe, dass man das sehen kann. Gibt das so einen schönen Kloß. Das werde ich jetzt komplett mit dem ganzen Gemüse machen. Ja, hört sich nach Arbeit an. Aber es macht ja auch Spaß. Und diese kleinen Knödelchen, die werde ich dann nochmal durch die Küchenmaschine jagen, sodass wir nachher eine schöne Paste bekommen. So sieht das jetzt in der Maschine aus. Und so in der Schüssel. Ich kann euch sagen, es war viel, viel Arbeit. Ich würde es nächstes Mal nicht mehr auspressen und lieber das feuchte Gemüse durch die Maschine hauen und dann hinterher noch ein bisschen ausdrücken, weil diese trockenen Gemüsesplitter jetzt nochmal so fein zu pürieren, das war schon ein wenig mit Mühe verbunden. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier vorbereitet eine Tasse mit ungefähr einem Teelöffel. Jetzt werde ich hier meinen Wasserkocher anschmeißen auf 60 Grad und werde mir dann mal eine Gemüsebrühe zaubern und schauen bzw. probieren, wie das denn schmeckt. Also wenn das so schmeckt, wie es riecht, dann hat sich diese viele Arbeit doch gelohnt. Das ist die fertige Brühe. Ich habe schon probiert. Sie schmeckt köstlich. Ich würde allerdings auf diese Riesentasse, da passt schon viel rein, doch etwas mehr nehmen als einen Teelöffel. Da muss man sich ein bisschen rantasten, weil es ist echt salzig, wenn man das so essen würde. Aber auf so eine große Tasse, wie gesagt, zwei Löffelchen wären schon okay. Noch ein Tipp zum Abfüllen. Man muss das zwischendurch mit dem Löffel immer richtig gut stopfen, sodass es auf gar keinen Fall Luftblasen mittendrin gibt, weil dadurch ist das dann auch noch mal länger haltbar. Aber wenn wir jetzt schauen, das gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, nicht ganz 7 Gläschen, also diese Glasgröße wäre optimal, hatte ich aber nicht, habe jetzt so größere genommen. 3 Kilo Gemüse für 7 Gläschen, aber klar, so ein Glas reicht auch bestimmt für ein halbes Jahr, je nachdem, wie oft man das nimmt. Mein Tipp, wer sowas zum Verschenken machen möchte und möchte sich es einfacher machen, ein kleiner Schwenk, dann macht lieber ein Pesto. Das ist innerhalb von einer halben Stunde gemacht und macht wesentlich weniger Schweinerei. Aber für sich selber lohnt sich das auch zu machen. Vielleicht eben in einer kleineren Menge und dann ist das auch gar nicht mehr so viel Arbeit. Lohnen tut sich das auf alle Fälle. Sieht doch gar nicht so schwer aus, oder? Was ihr nicht sehen konntet, war die Riesensauerei. Weil wenn man filmt, soll das ja nach Möglichkeit immer alles so, ne, schön aussehen. Das heißt, ich habe mindestens 6-mal die ganzen Fussel, die oben aus der Maschine flogen und so weiter, zwischendurch gesäubert. Klar, das kann man auch in einem Wisch ganz zum Schluss machen, aber ich wollte es ja für euch ordentlich aussehen lassen. Aber es war eine Sauerei. Aber der Genuss dieser Brühe hier, der macht das alles wieder gut und wett.
Wer ein richtig salziges, künstliches Brühenaroma möchte, der ist mit dieser Brühe falsch, dann solltet ihr euch die Arbeit sparen. Aber wer sagt, oh, ich möchte dieses Gemüse rausschmecken, das darf zwar ein bisschen, ein klitzeklein bisschen laffer sein als bei so einer Brühe, probiert das aus. Ihr müsst ja nicht diese Riesenmenge machen. Also ich habe 3 Kilo Gemüse gehabt. Ihr konntet sehen, es waren 3 Schüsseln und das wurde dann von Schritt zu Schritt weniger an Volumen rausgekommen, sind tatsächlich nur 7 Gläschen. Okay, die sind aber auch groß, ne? Die Haltbarkeit soll, da unterscheiden sich die Meinungen, zwischen 3 und 12 Monaten liegen. Was würde ich nächstes Mal anders machen? Ich würde nicht mehr wringen. Das hatte ich in einem Video gesehen und das machte für mich auch Sinn, dass das ganze Wasser da rausgepresst wird. Das, was da auch rauskam an Brühe, das war extrem salzig. Vielleicht fehlt genau dieses Salz jetzt hier drin. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass da tatsächlich noch genug drin ist, um das Ganze für wenigstens 3-4 Monate konserviert zu halten. Das ist jetzt so mein Ziel. Ihr dürft mich gerne später mitten im Jahr mal fragen, wie sieht es denn aus mit der Brühe, wie lange hat die durchgehalten, werde ich dann gerne per E-Mail beantworten. Also ich würde nicht mehr wringen, weil ich hatte tatsächlich hier dann schon eine Blase und ich habe mir so richtig Mühe gegeben und gewrungen und gewrungen und gewrungen, sodass diese kleinen Körner, Gemüsekörner, nachher so trocken waren, dass die in der Maschine immer wieder am Rand hingen. Das heißt, zweimal drauf geklickt. Schwupp hing das ganze Zeug am Rand. Ich dann immer wieder schön mit dem Schaber vom Rand weg, dass das zur Mitte fiel. Und diese ganze Mühe mit diesem Zerkleinern, sodass das nachher eine grobe Paste wird, das wäre viel, viel einfacher gewesen, wäre das Gemüse nass gewesen, weil so eine Küchenmaschine, die braucht die Flüssigkeit oder Feuchtigkeit oder Öl, wie auch immer. Ich habe dann schon ein bisschen Olivenöl dazu gegeben, weil ich dachte, naja, in so einer Brühe schwimmt ja auch schon mal so ein kleines Fettauge oben drauf. Das kann ja auch nicht schaden. Und von daher, also diesen Schritt mit dem Auswringen, das würde ich nächstes Mal nicht machen. Dann wäre es viel, viel einfacher und auch viel schneller. Und vielleicht auch nicht diese Wahnsinnsmenge, aber klar, ich wollte das jetzt zum Verschenken haben, ne? So einmal so, yeah, ich bin der Hero, ich habe Gemüsebrühe selber gemacht. Und hier so, oh, das kann man selber machen. Also das war so ein bisschen so der Angabeeffekt, guck mal, das kann man auch selber machen. Ich muss nochmal, herrlich. Und in dem Film habe ich euch gezeigt, dass ich da 60 Grad heißes Wasser aufgeschüttet habe. Klar, ich wollte das sofort trinken, das sollte man auch nicht machen. Auf jeden Fall mit kochendem Wasser überschütten und das hat dann viel, viel mehr Aroma. Ihr könnt jetzt nicht in meine Tasse reingucken, ne, weil sonst wäre hier Land unter. Aber ihr könnt mir glauben, ich weiß nicht, ob man es auch sehen kann, ob das noch so ein bisschen dampft. Es schmeckt einfach wirklich fantastisch. Kein Vergleich mit gekaufter, fertiger Brühe. Und das, was ich dann aufgegossen habe mit den 60 Grad, da war ich erstmal so ein kleines bisschen enttäuscht, weil da fehlte was. Habe ich aber stehen lassen, die Tasse, und habe das am nächsten Morgen dann kalt getrunken. Und da kam dann dieses Aha-Erlebnis, weil ne, durch dieses Ziehen in dem Wasser von dem Gemüse, boah, das war so eine fast schon Geschmacksexplosion. Von daher, probiert das einfach mal aus. Entschuldigung. Das wärmt und das schmeckt so herrlich. Zweiter Nebeneffekt von diesem Auswringen war, dass meine Hände noch 2 Tage rochen wie von einer Küchenhilfe. Wahrscheinlich durch den Sellerie und Lauch, ne, durch dieses Ausdrücken. Das hängt so in den Fingerritzen, das kriegt man auch mit 10-mal Hände waschen nicht raus. Aber ich mache das wieder, sobald die Gläschen aufgebraucht sind. Aber dann tatsächlich nicht wringen, das kommt einfach so nass, wie es ist. Man muss ja vielleicht nicht die ganze Brühe, die sich da absetzt, mitnehmen oder es nochmal durchrühren. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht wringen. Das macht viel zu viel Arbeit und weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so schlimm ist, wenn das ein bisschen feuchter ist. Das sind eben die Erfahrungswerte. Und ich hoffe, ich konnte dich auch so ein bisschen anstupsen, ne? Das vielleicht mal nachzumachen. Mit einer kleinen Menge reicht vielleicht mal 4 Möhren, ein Stück Sellerie, ein Porree, wie auch immer. Und dann schön fein in der Gemüsereibe oder Maschine. Vielleicht würde ich es nächstes Mal sogar auch so machen, dass ich gar nicht den Zwischenschritt mache, diese Raspel, sondern dass ich es direkt durchpüriere. Ich weiß nicht, ob es geht. Vielleicht hat da jemand auch schon Erfahrung und schreibt das hier unten rein.
Ich bin gespannt, ob du auch irgendwas aus der Küche erzählen kannst, wo du sagst, das kriege ich auch ohne Chemie, ohne die Firma sowieso und so. Ich will jetzt bloß nichts sagen, das kann ja Ärger geben. Also ohne die ganzen Firmen, die diese Fertiggerichte machen. Vielleicht, ne? Kauft euch Gewürze, probiert mal aus. Also mir macht Kochen jedes Jahr mehr Spaß, weil ich es einfach nur toll finde, zu wissen, was drin ist. Auch wenn das hier nicht hilft, weil, ne, es schmeckt ja so gut. Aber es ist keine Chemie drin. Wollen wir Chemie sparen? Ja, ne? In diesem Sinne, vielen Dank an Jan Böhmermann, der mich dazu inspiriert hat, weil er erzählt immer wieder von seinem Salzgemüse. Jetzt habe ich es auch. Tschüss.